herzlich willkommen bei Kids to Life. Kommen Sie mit. Die Stiftung Kids to Life wurde 2003 von Anton Schrobenhauser Senior gegründet. Zuvor hatte der Unterhachinger Bauträger bereits über viele Jahre hinweg das Clemens-Maria-Kinderheim in der Nachbargemeinde Putzbrunn unterstützt. Gemeinsam mit der damaligen Leiterin ist die Idee für ein Gelände entstanden, das den Kindern Platz bietet und einen Ort, wo sie ihre Freizeit verbringen können. Herr Schrobenhauser versammelte die Kinder des Heimes in der Turnhalle und befragte sie nach ihren Wünschen und Vorstellungen. Entstanden sind dabei Bilder und Wunschlisten, die heute im Clubhaus der Anlage ausgestellt sind. Sie zeigen einen See, ein Baumhaus, einen Flying Fox oder ein Zelt, ein großes Wigwam. Großes Indianer-Ehrenwort, Huck. Ach so, und Tiere. Und so begann die Entwicklung des pädagogisch-therapeutischen Geländes. Längst hat sich das einstige Freizeitgelände zu einem Zentrum für die therapeutische Arbeit mit Kindern entwickelt, das von mehr als 20 Einrichtungen mit über 3000 Kindern pro Jahr genutzt wird. Zu diesen Einrichtungen zählen unter anderem alle Münchner Kinderheime, die TU München mit dem Klinikum rechts der Isar sowie viele weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Zunehmend unterstützt die Stiftung auch die Flüchtlingseinrichtungen der Umgebung. Sozial schwache, traumatisierte und behinderte Kinder dürfen bei Kids to Life heilende Erfahrungen machen, die sie nachhaltig stärken. Oder sie basteln, malen oder werken in dieser wunderbaren Kinderwerkstatt. Oder sie kochen und backen Pizza. Oh, Margarita. Oder nutzen das Sportangebot der Stiftung. Dabei ist den Einrichtungen freigestellt, die Anlage nur für ein paar Stunden, einen Tag, ein Wochenende oder die Ferien über zu nutzen. Zwei Schlafhäuser bieten Platz für 28 Übernachtungen. Das Stiftungsgelände bietet einen geschützten Rahmen für Kinder und Betreuer und lädt dazu ein, in eine andere Welt einzutauchen. Eine Welt, die neue Möglichkeiten bietet. Raum für neue Ideen, eine Möglichkeit, das Selbstbewusstsein zu stärken und die dabei gewonnene Kraft in andere Bereiche des Lebens zu übertragen. Oft hat die positive Atmosphäre Einfluss auf die Dynamik der Gruppen und stärkt das Verhältnis von Kindern und Betreuern. Die Stiftung befindet sich in ständigem Wandel und ergänzt ihr Angebot da, wo die verschiedenen Einrichtungen personell, finanziell oder räumlich an ihre Grenzen geraten. So unterstützt seit 2014 unter anderem eine zusätzliche Sozialpädagogin die verschiedenen Einrichtungen. Und im Juli 2015 wurde ein zweites Übernachtungshaus auf dem Gelände eingeweiht. Ja, und es ist sogar schon ein drittes Haus in Planung. Nicht nur in Planung, es wird sogar schon ganz fleißig dran gebaut. Das Angebot der Stiftung Kids to Life ist einzigartig im Münchner Raum. Es ist konfessionsunabhängig und kostenlos und richtet sich an alle Einrichtungen, die sozial schwache, traumatisierte oder behinderte Kinder unterstützen.
Hallo, ich bin Anton Schrobenhauser, Gründer von Kids Life. Ich begrüße euch recht herzlich bei unserer Stiftung.